Wir starten in eine neue Serie zum Thema Mittragen. Und etwas ganz am Anfang von dieser Predigt ist mir enorm wichtig. Und zwar, wenn wir reden ein paar Mal von Kirche jetzt heute. Dann reden wir nicht von dem da. Das ist ein bisschen provokativ durchgestrichen, ich weiss, also ich gebe gerade ein bisschen Kontext. Wir reden nicht vom Gebäude, ob mit oder ohne Turm, ob Parkarena oder ein anderes Gebäude. Gebäude sind wichtig, sie gehören dazu, sie geben uns ein warmes Plätzchen, oder? Sie stehen für Strukturen, für Organisationen, für Institutionen, das ist alles mega wichtig. Aber wenn ich heute von Kirche rede, rede ich von etwas anderem. Dann rede ich von Menschen, von dir und von mir. Von Menschen, die die Kirche am Schluss ausmachen. Menschen, die die Hülle, die das Gebäude geben kann, füllen. Menschen, die, wenn man ganz genau heranschaut, sind das alles kleine Porträts von verschiedensten Menschen, könnte man jetzt so sagen, das sind Menschen wie du und ich, die zusammen ein grosses Bild geben. Darum haben wir in dieser Mittragerserie das Bild gewählt, um zu sagen, es ist ein Mosaik. Die Kirche ist ein Mosaik von Hunderten, Tausenden, weltweit gesehen Millionen von Menschen, die irgendwie dabei sind und so ein grosses Bild geben. Also wenn wir von Kirche reden, dann reden wir von dem und nicht vom Kirchenturm oder von grössten Glocken oder von was auch immer man da noch könnte reden. Wie Menschen sind das Wichtigste, Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Das nennen wir die Gemeinschaft, die Kirche. Und unsere Frage ist, mittragen, das deutet schon etwas an, wie kann man die Kirche gestalten, wie kann die Kirche aufblühen, wie kann die Gruppe von Menschen aufblühen, was ist der Auftrag da drin? Und es ist zum Glück eine Frage, ob wir nicht die Ersten sind, die uns die stellen, das hätten wir ein bisschen mehr investieren müssen. Aber die Frage, die stellt sich, seit es Kirche gibt, das ist etwa 2000 Jahre her, und der Paulus hat sich ein paar Gedanken gemacht dazu. Und wie wir den Paulus kennen, sind das gute Gedanken, sind das spannende Gedanken, und denen werden wir uns heute widmen. Und nächste Woche. Er vergleicht nämlich Kirche mit einem Körper. Und er sagt, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Der Paulus bringt das Bild von einem Wunderwerk von Gott. Gott, der Schöpfer, von dir, von mir, von diesem Körper, von diesem menschlichen Körper. Ein Wunderwerk. Studier mal, schon nur, dass du gerade auf dem Stuhl kannst sitzen, die einen liegen ein bisschen mehr, aber schon nur, dass du stabil kannst auf dem Stuhl bleiben und nicht runterfallst, braucht so vieles, dass ich da stehen kann. Gleichgewichtssinn, Augen, irgendwie all das Zeug läuft zusammen und es gibt nicht nur Infos, die reinkommen, sondern es funktioniert auch, dass die richtigen Muskeln im richtigen Moment angespannt sind. Der Körper, und das ist einfach mal so Basisfunktion, oder? Der Körper ist so ein Wunderwerk. Und der Paulus vergleicht es mit dem Körper, der funktioniert. Es braucht nicht viel, dass der Körper aus dem Gleichgewicht geht. Also ganz kleine Teile können da nicht ihren Auftrag machen und dann geht es ganz, ganz schnell sehr, sehr schlecht. Da denke ich jetzt nicht an einen Nierenstein oder so, das funktioniert auch, aber schon nur, denk mal darüber nach, wo du das letzte Mal den Fingernagel eingerissen hast. Man lacht ja immer, ja, der Fingernagel darf nicht brechen. Aber wenn der einrisst, dann ist es vorbei, oder? Oder die einen oder anderen haben von euch, vielleicht auch schon mal, der Kleine, sagst immer der Kleine, Zehen angeschlagen, am Türrahmen. Ja, dann ist es gelaufen mit unserer Stimmung, oder? Der ganze Körper reagiert darauf. Und das sind jetzt wirklich kleine Sachen. Und ich weiss, es gibt noch größere Sachen. Der Körper ist komplex und jeder Teil vom Körper leistet seinen Beitrag, dass es funktioniert. Also das Bild von Paulus zeigt uns, dass wir zusammengehören. Und zwar noch unabhängig von dem, was wir machen. Der kleine Zehen gehört auch zu uns, auch wenn er gerade wehtut. Auch wenn es uns gerade im Moment nicht so passt. Wir gehören zusammen. Wir ergänzen uns. Und vor allem, wir brauchen einander. Niemand von uns kann es allein. Du und ich, wir sind Teile von diesem grossen Ganzen, von diesem Körper, von dieser Kirche. Und wir brauchen einander. Heute werden wir uns vor allem darauf fokussieren, ums Mittragen in Bezug oder im Sinn von Zeit und Fähigkeiten oder eben Gaben, wie es der Paulus nennt. Der Paulus erwähnt ein paar,
also anschließend von diesen Zielen, die wir vorher gelesen haben, und, hey, und er redet von dem prophetischen Reden, vom praktischen Dienst, vom Lehren, von Seelsorge, von materieller Unterstützung, alles Gaben, die Gott uns schenkt oder geschenkt hat, die wir dürfen in das grosse Ganze wieder mit hineingeben. Die Aufzählung ist nicht komplett, vielleicht ist das so, gibt es so ein bisschen Rahmen, in welchem Bereich dass wir uns bewegen. Wir können sagen, alles, was jemandem dient, und du und ich können geben, das dient dem Mittragen von dieser Kirche. Das sind vielleicht klassisch technische Fähigkeiten. Technisch Begabte, die schauen jetzt, dass das einigermaßen tönt, oder? Oder musikalisch, die sind vielleicht hinter einem Instrument. Oder jemand, der gut mit Kindern kann. Mit Kindern kann, das brauchen wir auch, mit Menschen generell. Das sind so Begabungen. Aber es sind auch andere Sachen. Etwas, was uns auch geschenkt ist, ist zum Beispiel unsere Lebenserfahrung. Also jetzt bei mir ein bisschen, oder? Bei anderen schon ein bisschen mehr. Das ist auch etwas, was geschenkt ist. Wir können das nicht selber machen. Wir haben das nicht selber in der Hand. Und auch das ist so eine Gabe, die wir weitergeben können, weil es ist mega wertvoll. Lebenserfahrung kann ein unglaublicher Schatz sein. Aber wir bewegen uns da auch außerhalb von unserer Komfortzone, von unseren Lieblingsgaben. Also es geht nicht darum, dass du mittragen kannst, dass die Kirche nur so funktioniert, wenn du das machen kannst, was du am besten kannst. Es geht nicht darum, dass du brillieren kannst. Vielleicht sind es Sachen, die du gar nicht so unglaublich gut kannst, was es braucht. Heute Morgen haben wir viele, die irgendwo etwas beitragen, die andere Sachen besser können. Aber sie haben sich entschieden, trotzdem ihren Teil dazu beizutragen. Auch wenn es vielleicht nicht die ultimative Herausforderung ist. Auch Lebensumstände können so Begabungen sein. Du bist ungebunden, flexibel, hast Zeit und Energie. Eine grossartige Ressource. Ein Geschenk. Ich weiss, es gibt auch noch die andere Seite. Aber wenn wir es von dieser Seite her anschauen, ist schön, kann man auch geniessen. Vielleicht hast du Family, bist ein bisschen weniger ungebunden, ein bisschen mehr eingespannt. Aber gerade für die Integration ist eine Family perfekt. Man lernt nie so schnell Leute kennen wie mit Kindern. Und in Kirche Leute kennenlernen, das ist etwas vom Besten, was es gibt. Weil allein da sein, ist echt lästig. Also, da könnte man noch weiter ausmalen. Kirche, der Körper braucht jedes Einzelne an ihrem Ort mit seiner Aufgabe, damit sie funktioniert. Funktioniert. Ist ein mega inspirierendes Wort im Zusammenhang mit Kirche, oder? Das ist für mich so auf der Stufe Überleben. Also beim Mensch, beim Körper von Paulus wäre es so ein bisschen Baby, oder? Es kann schnaufen, es kann essen, es kann das, was nach dem Essen kommt, und es kann schlafen. Und das ist es dann ungefähr, oder? Aber vielleicht ist das mal ein guter Start. Funktionieren. Ich würde es gerne als Basis legen. Ich glaube, Kirche, die nur funktioniert, die schafft sich mit der Zeit selber ab. Da ist noch nichts Inspirierendes drin, da ist noch keine Vision drin, da ist keine Ausstrahlung. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Aber es ist eine gute Basis. Was gibt es denn mehr? Ja, die Logik verlangt, wenn du etwas hineingibst, wenn alle etwas hineingeben, dass du etwas profitierst. Also das ist ihnen schon ein bisschen mehr, oder? Weil, und das hört man oft, das ist so, hey, da profitiere ich viel, dann gebe ich auch etwas hinein. Und das ist schön, das ist ein anderes Bild. Im Körper gesprochen ist es vielleicht ein Körper, der nicht beim Baby hängen geblieben ist, sondern gewisse Sachen dazugelernt hat. Sich einigermaßen kann versorgen, ein Leben kann führen. Wir profitieren von Kirche, darum geben wir auch gerne unser Beitrag. Es ist besser, aber es ist noch nicht das, was ich glaube, ist das, was die Kirche ausmacht. Es hat für mich noch etwas Berechnendes drin. Und wenn wir ja mit Kirche und Gott und so reden, dann kommt ja etwas dazu, wo ich glaube, es ist mehr. Gott möchte doch dir mehr schenken, als das, was du kannst geben. Nicht, um das gering zu schätzen. Aber da muss doch irgendwie noch mehr sein. Es kann doch nicht sein, dass der Segen von Gott, und wir uns erhoffen, dass das, was er möchte machen, in dem Rahmen ist, wo du hineingeben kannst, im Sinne von, ich gebe, was ich bekomme. Es muss noch etwas mehr geben, etwas Visionäres, etwas Jesusmäßiges. Und tatsächlich, da gibt es noch mehr. Und wir bei uns reden dann davon, dass wir mittragen, damit Menschen können aufblühen können. Die Kirche, die Jesus modelliert und der Paulus die Briefe an sie schreibt, ist nicht eine Kirche, die funktioniert oder die so ein bisschen immer Gleichgewicht ist mit Geben und Nehmen.
Es ist eine Kirche, die aufblüht, die nicht Selbstzweck ist, sondern deutlich mehr. Und der Paulus gibt uns dort auch Hinweise darauf, wie so eine Kirche aussehen könnte. Und ich lese das euch vor. Römer 12, 9 bis 17. Es geht ein Zeitchen. Aber geniesst den Text. Der Paulus kommt der richtige Flow. Zuerst erklärt er, wie Kirche funktioniert, wie die Gaben könnten sein. Und dann bringt er so einen Abschnitt, wie das aussieht, ihre Kirche, wie er sich die vorstellt. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. So beschreibt er die Gemeinschaft von diesen Gläubigen. Er kommt richtig in Flow. Und du merkst, er könnte auch noch lange weiterschreiben. Aber seine Zeit ist auch irgendwo begrenzt. Hey, das ist eine Kirche, eine Gemeinschaft, wo die Menschen füreinander da sind, bedingungslos. Wo die Menschen aufblühen können. Da ist keine Berechnung. Da ist keine Angst, zu kurz zu kommen. Und da ist auch keine Angst, sich zu fest vorausgaben und dabei jünger zu gehen. Die Kirche, die Paulus hier beschreibt, ist ein Ort, wo Menschen aufblühen und andere Menschen darum angezogen werden. Sie ist nicht nur für sich da, sondern sie hat eine Ausstrahlung über, raus an die Orte, wo Gott noch nicht präsent ist, wo die Menschen Gott nicht kennen. Und der William Temple, er ist Erzbischof von Canterbury gewesen, im letzten Jahrhundert, hat es mega cool auf den Punkt gebracht. Er sagt, Kirche ist der einzige Verein auf Erden, der zum Nutzen von Nichtmitgliedern existiert. Er sagt Verein, das ist irgendwie cool. Wir sind ja ein Verein. Der einzige Verein auf Erden, der darum besteht, damit andere profitieren können, nicht nur wir. Das ist doch Kirche. Und das ist ein Auftrag. Und an diesem Auftrag gemessen, lässt so ein kritischer Blick auf uns zu. An diesem Auftrag können wir uns auch messen. Also mittragen, nicht, dass es funktioniert, nicht, dass du möglichst viel empfangen kannst, weil du ja auch möglichst viel reingibst, dass das Gleichgewicht da ist, sondern mittragen, dass Menschen aufblühen können, andere Menschen durch das angezogen werden und mit dieser Liebe von Jesus, von dem liebenden Vater im Himmel, dürfen in Verbindung kommen. Darum tragen wir zusammen die Kirche. Und darum reden wir in GVC von dieser Stadt auf dem Berg. Die Stadt auf dem Berg, ich habe es vorher schon gesagt, ist nicht ein Gebäude, es gilt auch für die Stadt auf dem Berg. Nein, das ist ein Ort, wo Menschen leben, wo Zuversicht und Hoffnung haben, wo tragen sie von dem, wo das weitergeben. Da ist nicht immer nur immer alles gut, aber es sind Menschen, die aufblühen, weil man sich schaut, weil man füreinander da ist. Und es dürfen Menschen dazustossen und auch aufblühen, weil sie mit dem Jesus in Verbindung kommen. Die Stadt auf dem Berg, das sind Menschen, die dort leben und Gott in ihrer Mitte ist. Wenn wir jetzt ein bisschen herzoomen auf GVC Winterthur, das Mittragen, wie sieht das aus? Heute Morgen bin ich in Gedanken eher ein bisschen bei dem Thema gewesen, das ich jetzt hier bringe. Ich habe nicht die Versen auswendig gelernt, aber doch einige Gedanken immer daran verschwendet. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen und probiert mich jetzt zu fokussieren und vorzubereiten. Ich bin hergesessen, habe es nochmal durchgelesen, nochmal ein bisschen justiert und so weiter. Am Schluss kommt es gleich immer ein bisschen anders, oder? Und ich habe mir Zeit genommen.
Mit Gott pläudert, das, was ich brauche. Und das konnte ich machen, weil ich mich zu 100% darauf verlassen konnte, dass da rundum Dutzende von Menschen mittragen, dass der Gottesdienst nicht einfach nur funktioniert, sondern dass etwas darf entstehen. Ich konnte mich zurückziehen, weil ich wusste, ich muss nicht alles machen. Ich kann mich auf meine paar Papiere konzentrieren, das, was ich heute bringen muss, das mache ich sehr gerne und für den Rest ist gesorgt. Das sind Menschen, die das ganze Technische abdecken. Das sind Menschen, die den Saal eingerichtet haben und auch wieder aufräumen hinterher. Das sind Menschen, die uns alle in Empfang nehmen. Menschen, die überall irgendwo mitschaffen. So sieht es mittragen für mich heute Morgen aus. Ich bringe etwas Kleines rein und rundherum passiert noch so viel mehr. Das ist meine Perspektive. Aber auch du bist heute schon einigen begegnet, direkt oder indirekt, die mitgetragen haben am heutigen Morgen. Klassisch beim Parkplatz, dass du einen Parkplatz findest. Oder beim Einlaufen in die Parkarena, das Welcome Team. Oder dass du heute überhaupt etwas siehst. Hat auch mit Menschen zu tun, die irgendwo mittragen. Dass wir da nicht einfach Feister haben. Oder zum Beispiel deine Kinder, denen geht es gut. Weil ganz viele Leute sich um deine Kinder kümmern. Im Kidstown nennen. So viele Leute tragen mit. Und unsere Kirche, das ist jetzt nur so eine Sonntagsbeleuchtung, oder unter der Woche sind noch ganz andere Sachen. Unsere Kirche, GVC Winterthur, funktioniert so, dass viele Schultern mittragen. Der Vorteil einer grossen Kirche ist, dass man sich multiplizieren kann. Also, ob wir jetzt 10 Personen oder Hunderte von Personen in diesem Raum sind, es braucht einen Audiotechniker, als Beispiel. Ich mache eine Predigt, egal wie viele Leute da sind oder online dazuhören. Und das ist mega cool, weil da kann man viele Sachen kann man so sehr effizient gestalten. Und das darf man geniessen. Und das ist schön, dass wir das können, wenn wir so viele Leute da haben. Der Schein kann aber auch trügen. Und man kann es von der anderen Seite her anschauen. Du kommst heute da rein und du merkst, es ist ja alles da. Es ist ja überall geschaut. Mehr braucht es ja gar nicht. Ich finde, es ist ein berechtigter Gedanke. Gerade wenn wir sagen, hey, uns ist wichtig, dass das, wenn wir Leute einladen, wenn Leute da sind, dass man sich wohlfühlen kann, dass es ein gutes Erlebnis gibt. Nebst dem Inhalt. Aber das ist trügt, weil es geht nicht nur um die Sachen, die man sieht, die man multiplizieren kann. Bei den Kids gerade als Beispiel. Du kannst nicht einfach 100 Kinder auf eine Mitarbeiter, auf eine Mitarbeiterin oder so berechnen, oder? Sondern je mehr Kinder, desto mehr Mitarbeitende. Oder Gespräche. Du kannst nicht mit 100 Leuten Gespräche führen. Vielleicht reicht es für eins oder zwei. Wir brauchen alle einander. Oder dass sich die Leute willkommen fühlen. Hey, das Welcome Team macht einen super Job. Aber auch sie können nicht alle so begrüßen, wie es vielleicht angemessen wäre. Sie sind vielleicht die Speerspitze von dem. Hey, dass sich Leute willkommen fühlen, dass sich Leute aufgehoben fühlen, Gastfreundschaft und noch vieles, vieles mehr, das braucht alle von uns. Und wenn du das Gefühl hast, es ist ja alles erledigt, hier ist alles gemacht, dann lass dich von dem nicht täuschen. Die Frage stellt sich bei unserer Stadt auf dem Berg, bei unserer Kirche, sehen wir dieser Kirche ähnlich, wie sie der Paulus beschreibt. Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil einige da würden sagen, ja, ja, voll, so erlebe ich Kirche. Und andere reiben die Augen, verwundert und denken, was, so können Kirche auch noch sein? Das ist auch die Bandbreite, die wir haben. Und ich würde sagen, wir sind jung unterwegs. Aber es versteht sich von selber, dass wir uns wünschen, als Kirche, als GVC, immer mehr so zu werden, wie die Kirche, die Paulus beschreibt, in diesen blumigen Worten, die direkt ins Herz gehen. Und zum immer mehr zu dieser Kirche zu werden, wo wir irgendwo träumen davon, wo wir alle aufblühen können und andere Menschen aufblühen können, braucht es nicht einfach ein Effort von ein, zwei Heldinnen und Helden, die den ganzen Karren ziehen, oder? Sondern es braucht Nachfolgerinnen und Nachfolger, die das weitergeben, was sie von Gott geschenkt bekommen haben. Oder Paulus schreibt es im 1. Korintherbrief 12, Vers 18. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Es gibt so Klarheit. Jeder soll mit dem dienen, was er geschenkt bekommen hat von Gott.
Und er nennt dann verwalten wir das gut, was wir anvertraut bekommen haben. Also dann sind wir mit dem haushälterisch unterwegs, wenn wir das nehmen und mit dem dienen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Es ist so ein nicht mehr und nicht weniger Bild. Das, was du geschenkt bekommen hast, ist zum Weitergeben gedacht. Nicht mehr. Du kannst und du musst die Menschen um dich herum nicht selber tragen. Nicht allein. Du musst die Welt nicht allein retten. Es ist mega cool, wenn du Umstände hast, wo du kannst extrem Gas geben, an jedem Anlass da sein, überall Gespräche führen. Hey, das ist etwas Schönes, das ist etwas Cooles. Es gibt so Lebensphasen, es gibt so Typen, die das können. Grossartig, ich würde das nie irgendwie sagen, das darf man nicht. Mega cool, wenn du so viel kannst machen. Dabei lade ich dich aber ein, auf dein Herz zu achten. Dein Herz sagt dir, ob du über deine Grenzen bist, ob du Raubbau an dir betreibst oder ob du immer noch in dem bist, wo du das weitergibst, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Das kann mal mega viel sein, mal wenig. Ich möchte das nicht einschränken. Aber dein Herz soll das prüfen. Weil in dem Moment, wo ich es prüfen kann, weil ich es sehe, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Also wenn du mega viel kannst geben, soll es nach wie vor nicht mehr als das sein, was Gott dir gibt. Acht und kenn deine Grenzen. Es dient am Schluss weder dir noch im Umfeld, wenn du nach 10, 20 Jahren enttäuscht davonzottelst von dieser Kirche, wo alle nur so wenig geben und du doch immer, oder? Das dient niemandem. Mein Wunsch ist, dass niemand verglüht beim Versuch aufzublühen. Weil es gibt sonst keinen Gewinner in dem. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich weiss, die Zeiten, wo unsere Ressourcen knapp sind, wo wir nicht so recht können und wollen und schwierige Umstände haben, dann ist es gut, dass man sich tragen lassen. Und das erwarte ich von unserer Kirche. Dass wenn du nicht kannst geben, dass du dich tragen lassen hier. Das erlebe ich auch. Und der Anspruch bist berechtigt, weil du sollst aufblühen. Und du sollst ohne schlechtes Gewissen, wenn du auch nichts beitragen kannst, können da sein, getragen werden und hoffentlich gleich wieder aufblühen. Aber nicht nach 2 Wochen, wenn du merkst, oh, jetzt wäre der Timer abgelaufen, jetzt müsste ich langsam wieder. Sondern so, wie es deine Lebensumstände zulassen. Für das haben wir Platz. Das muss hier Platz haben. Ohne schlechtes Gewissen. Es gibt aber auch den Moment, wo wir unsere Gaben vielleicht unterschätzen, weil Gott uns nicht mit einem riesen Blumenstrauß gesegnet hat, sondern vielleicht mit kleinen Sachen oder für uns unscheinbare Sachen. Das ist immer eine Wertung, die ich eigentlich finde, müsste man gar nicht machen. Aber wenn du vielleicht deine Gaben musst suchen, das, was du kannst weitergeben musst, suchen, dann such es bitte. Es lohnt sich. Vielleicht sehen es andere um dich herum besser. Aber das Spannende an so Gaben ist, dass sie erst zur Geltung kommen, wenn wir sie einsetzen. Also vergrab sie nicht. Du sie selber nicht gering schätzen. Und wenn du vielleicht nur so viel kannst geben, dann ist es das. Und ich glaube, ist dann richtig eingesetzt, wenn du es reingibst irgendwo. Manchmal sind es aber auch nicht Umstände oder Sachen, die wir nicht kontrollieren können, sondern einfach unsere Prioritäten. Und das möchte ich auch schnell sagen. Vielleicht ist es so Bequemlichkeit. Und dann lade ich dich ein, das zu überdenken. Wo sind deine Gaben irgendwo rumliegen und du machst alles andere, was auch noch cool ist oder von dir erwartet wird, dabei hättest du eigentlich etwas, wo du wie einen Schatz könntest weitergeben, wo Menschen könnten aufblühen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist nicht eine Drohung, wo Jesus da ausspricht in Matthäus 6,33, sondern eine Einladung, eine Ermutigung und auch eine Verheißung. Wenn wir das einsetzen, was wir von ihm haben. Wir sind heute ein bisschen praktisch bei dem Mittragen. Wir haben einiges schon gekreuzt und ich möchte zum Abschluss noch 3 praktische Gedanken mitgeben. Wir denken auch nicht ganz aus, ob es so viele Leute da sind. Aber so 3 Gedanken, wo ich das Gefühl habe, das könnte noch wichtig sein, in diesem ganzen Mittragen-Thema. Als erstes ist Mittragen oder die Frage, wo kann ich vielleicht ein Plätzchen finden, das passiert nicht nur einmal im Leben. Sondern gibt es eine 2., eine 3., vielleicht eine 4., 5. Phase. Und ich möchte speziell die Leute ansprechen, die vielleicht schon ein bisschen länger da am Start sind und schon dieses und jenes gemacht haben. Du hast nie einen Vertrag unterschrieben,
wenigstens nach meinem Wissen nicht, dass du ein Leben lang dort musst im Einsatz sein, wo du nicht herausgefordert bist, wo du Sturm und Wetter ausgesetzt bist, wo du Sachen machen musst, die du gar nicht so gerne machst. Eine Saison, wenn es eine schöne ist, oder auch nicht so eine schöne, darf es zu Ende gehen. Und du darfst dich orientieren und dich fragen, hey, wo ist vielleicht mein Plätzchen in Zukunft? Und ich möchte dir das zusprechen. Mach das unbedingt. Auch wenn es das 10. Mal ist, komm nicht davon. Frag dich wieder, wo hast du das Aufgeben von Gott bekommen? Wo hast du das Plätzchen von Gott zugewiesen? Wo kannst du mitwirken? Wo kannst du dafür sorgen, dass Menschen aufblühen können? Wir haben mit der Leute, die neu in die GVC kommen, haben immer ein Visionsgespräch. Dort ist ein Teil, dass man die GVC vorstellen, dass man sich versteht, oder? Dass man weiß, was man bekommt, wenn man da ist und so weiter. Und ein anderer Teil ist, man probiert herauszufinden, dass man es plötzlich finden kann. Das ist manchmal mittragen, ganz konkret neu. Manchmal ist es eine Small Group oder sonst irgendwie herauszufinden, dass Leute, die neu kommen, irgendein Plätzchen haben, wo sie sich dazugehörig fühlen und schnell integriert werden. Hey, wenn du schon seit Jahren da bist, bist du herzlich eingeladen, mal so ein Gespräch zu suchen mit uns. Vielleicht überspringen wir den ersten Teil, weil du kennst es ja. Aber wir können ja mal anschauen. Hey, wo gibt es vielleicht ein cooles Plätzchen, wo du mit deinem Herzschlag kannst mitdienen kannst? Der zweite Punkt ist, es gibt nicht geistlich und ungeistlich. Alle Aufgaben, die wir hier jetzt in unserem GVC-Kontext machen, haben eigentlich ein Ziel, dass Menschen, die da sind, nicht nur hier vor Ort, sondern irgendwo sich in GVC bewegen, in dieser Stadt auf dem Berg ein- und ausgehen, können aufblühen. Und das ist im Fall egal, ob du ganz einen simplen Dienst im Hintergrund machst, etwas, das niemand sieht, oder ob du das mega präsent machst. Es gibt nicht geistlich oder ungeistlich, weil die ganze Geschichte dient dem Reich von Gott und ist per se geistlich. Es geht darum, auch nicht irgendwie darum, sich selber darzustellen oder etwas rauszuholen, wie zum Beispiel mein Wert oder so, nur weil ich ein geistlicher Dienst mache oder so. Um das geht es nicht. Ich glaube, diese Wertung müssen wir kübeln. Vielleicht hat Gott etwas ganz Wertvolles für uns parat, wo wir nicht auf dem Radar haben, weil wir das Gefühl haben, das bedeutet nichts. Ich glaube, das gibt es nicht in seinem Reich. Weitergeben, was er uns geschenkt hat, das ist unser Job. Und es ist eine Ehre, dass Gott uns dazu berufen hat. Und der dritte Punkt ist, wenn es jetzt ein bisschen das GVC-lastig war, das Reich von Gott ist grösser als GVC. Die Kirche ist grösser als GVC. Und das ist mir ganz wichtig. Die Einladung von Paulus ist nicht, bring du das rein, was du geschenkt bekommen hast, ihr GVC. Sondern in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche, an dem Ort, wo sich Menschen bewegen, die mit Gott unterwegs sind. Oder hoffentlich gleich mit Gott unterwegs sind. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wo. Natürlich, GVC funktioniert und blüht auch nur auf, wenn wir mittragen. Aber wenn du, ihr Family, an deinem Arbeitsort, bei Personen, bei einer Gruppe von Menschen, die dir wichtig sind, das Reich von Gott kannst bauen. Ich möchte nie eine Rechtfertigung hören. Warum jetzt hier gerade ein bisschen weniger? Weil man macht dafür dort. Das Reich von Gott ist gross. Und mittragen kann man an verschiedensten Orten. Wichtig ist, dass wir mittragen, dass wir unsere Aufträge wahrnehmen, dass wir weiterschenken, was Gott uns geschenkt hat. Da in der Parkarena oder überall, wo du dich bewegst. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist. Du hast deutlich mehr investiert als wir und du hast den Grundstein gelegt, dass wir überhaupt von Kirche reden heutzutage. Und ich dreht sich alles. Ich danke dir, dass du uns beschenkst. Ich danke dir, dass wir hier dürfen, als GVC Winterthur, ein Ort sein, wo Menschen aufblühen können. Ich danke dir für dort, was passiert. Und ich bitte dich, dass dort, was noch nicht passiert, dass es geschehen darf. Danke möchtest du uns brauchen. Danke möchtest du uns ein Plätzchen geben, wo wir das weitergeben können, wo wir geschenkt bekommen haben, auf das wir und andere aufblühen können. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, egal in welcher Phase wir uns befinden, egal wie viel wir um die Ohren haben, dass du uns zeigst, was es ist, was du uns geschenkt hast. Und ich glaube, dann können wir gar nicht mehr anders, als das weitergeben. Jesus, ich wünsche mir, dass wir aufblühen als Kirche, dass wir hier aufblühen dürfen, dass unser Leben sich verändern darf, wenn wir uns gegenseitig tragen,
Und ich bitte, dass du das rausstrahlen lässt. In die Stadt, in die Dörfer raus. Dass Menschen etwas von dir dürfen entdecken. Deine Liebe dürfen erfahren. Amen.